zusammen. Hi. Hallihallo. Oh, dann sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Perfect World. Oh. Wieder mit Pascal und Ekalavia. Ja, wir sind immer noch dabei. Wir waren bei den Eiern. Ich hab welche, du. Ja, ich weiß, ich hab beide welche. Und die sind bestimmt auch wunderschön, aber ich meine eigentlich die, die ich im Inventar habe. Ich weiß es nicht, also, wunderschön, naja. Ich weiß auch nicht. Ja, that's the too much information. Tja, ich muss zu irgendeinem Hüter. Ich muss immer noch diese dämlichen... Wartet kurz. Gentleman always keeps his cock. Soll ich ja welche leihen? Nein, ich hab noch... ihr seid scheiße, Mann. So, ihr habt das gefragt. Ich bin ganz Gentleman. Ah, jetzt bin ich ein Kind. Ich habe keine Ahnung, warum ich ein Kind bin. Aber jetzt kann ich auch bei ihm die Quest abgeben. Du hast die Quest durchgelesen. Mir eben noch den Rat erteilen, dass ich die Quest durchlesen soll und lernen. Du Idiot, ich wollte doch nur, dass wir immer zusammen sind. Bla. Da ich tatsächlich in meine Gestalt verwandelt habe, ich wollte nur, dass das alle. Ja. Ja, komm, Weinrunde, weh. Und jetzt hier. Oh Gott, bin ich sexy. Immer noch am Weinen, was für ein dummes Kind, versteht es denn nicht? Bla. Oh, was ist denn das denn für ein weißes Zeug? Ich geb mal ein bisschen an. Das ist so ein Wasserzauber. Hm. Kann auch angeben. Oh, ich kann das auch. Nein, kann ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Seht ihr? Ich kann mit diesem Teil... Warte. Alle, die in dem Ring sind, werden von mir geheilt jetzt. Alter, sieht geil aus. Ja, ne? Boah, mies. Das hält jetzt eigentlich die ganze Zeit an, glaube ich. Bis die Leute Leben verlieren und so. Ich kann es auf jeden Fall erst mit Escape beenden. Ansonsten könnte ich das ewig jetzt durchziehen. Nein, das Skill hier heißt Eis aus. Ne, Welt aus Eis. Durch Klicken auf einen anderen Spieler erscheint in der oberen Hälfte des Bildes eine Statusleiste. In einem erneuten Rechtsklick öffnet sich das Menü und die. Ja, genau. Ich weiß. Gruppen bilden kenne ich schon. Eka, du hast was von mir bekommen. Was habe ich denn von dir bekommen? Das hier. Na, ist das unfair! Das ist überhaupt nicht unfair. Was denn? Das ist unfair. Nein, es ist nicht. Komm schon. Meinetwegen. Was hat's dir gegeben? Duell. Oh. Ich gegen den Gewinner. Bitte? Ich gegen den Gewinner. Aber gerne ja, doch. Ja, geil. Was? Sieg! Schon verloren, ey. Ah, da nervt mich immer bei Facebook. Ich gucke jetzt nicht. Okay, ich bin der Winner. Warte mal kurz. Dann komm her. Kann ich dich jetzt komm her, du. Ich nehm keine Rücken. Boah, direkt geheilt, ey. Ja. Geil. Hui. Oh. Du bist doch ein Kleriker. Was? Nee, ich bin der Kleriker. Ich meine, du bist ein Bogenschütze. Ja, ich merke das. Ich kann mich gar nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Weil du vereist wurdest. Ich will ich bin ganz langsam. Und verloren? Was? Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht. Niederlage. Scheiße. Oh. Okay, ich hab verloren. Jetzt müsstet ihr beide aber eigentlich nochmal gegeneinander, um zu gucken, ob Natsu jetzt wirklich... Natsu, jetzt bist du Natsu bei mir. Wirklich der... Ach, kurz, ich kann dich jetzt gerade direkt heilen. Und dabei bin ich... Dames, dankeschön. Bitteschön. Er geht schon so einem Klerikerjob nach. So, jetzt ihr beiden nochmal gegeneinander. Kommt, ich will wissen, warum ob... Denn? Ich will das gar nicht. Ich bin Kleriker, ich kann doch gar nicht kämpfen. Ich will wissen, ob Pascal wirklich der Barber ist. Ich will es gar nicht wissen. In Ordnung. Hier gibt's eine neue Quest für uns. Kann das sein? Habt ihr die schon angenommen? Ich hab sie schon angenommen. Wir sind alle nur einmal jung, das ist die schwierigste Punkte im Gesetz. Was? Ich hätte eh gewonnen. Ah, okay. Gut, jetzt habe ich zwei Quests. Zangenhüter Yen und Frühlingshüterin Goldblumen. Ah, diese Yen müssten wir, weil... Ich hab nur eine Quest. Wieso hast du zwei? Ich hab zwei. Wann hast du denn eine Quest angenommen? Wo? Oh, Moment mal! Ich habe diese Schätzchen-Popo-Quest gar nicht mehr. Ah, interessant. Also hast du... Irgendwie habe ich die wohl geschafft. Wie geschafft? Aha. Nur wie? Was ist denn jetzt passiert? Ja, keine Ahnung, aber wir werden das auch irgendwie machen müssen, sonst können wir diese Welt ja gar nicht verlassen. Ja, anscheinend, aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe.
Also wollt ihr das jetzt auch nochmal versuchen? Also ich hab eigentlich nichts gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Habe ich den Spiegel jetzt noch? Ich habe den Spiegel immer noch. Okay. Also wir brauchen ihn nur mit dem Spiegel angreifen, weil damit machen wir immer 250 Schaden. Und das ist definitiv mehr als... Ich kann ihn gar nicht mehr benutzen. Ich kann meinen Spiegel nicht mehr... Ah, doch, nee, Quatsch, Ziel außer Reichweite. Deshalb. Okay, ich kann es doch noch benutzen. Ah, das Vieh rennt weg. Warum rennt das weg? Das ist scheiße, denn es wegrennt. Ja, deswegen hatte ich einen genommen, der irgendwo an der Seite steht. Ja, dann nehmen wir wieder einen, der an der Seite steht. Warte. Warum gibt es zu Anfang so eine Quest? Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, ja, irgendwie habe ich sie ja anscheinend geschafft. Ich habe nur keine Ahnung wie. Ach, es kann sein, ich glaube, ich weiß wieso. Und wieso? Ich hatte dieses Vieh, was ich angegriffen hatte, ja noch die ganze Zeit anvisiert. Und es kann sein, dass irgendwer die Quest mit diesem Vieh beendet hat und deswegen hatte ich sie auch oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann sollten wir uns alle diesen Popo hier angreifen. Hier ist ein Popo in der Enge getrieben worden. Okay, komm, wir schließen aus dem hier einfach an. Ja, dann greifen wir das jetzt die ganze Zeit an. Hui! Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, das wird sehr spannend. Ja, absolut. Guck mal, der hat aber nur noch 600.000, ne? Nur noch ist gut, nur. Alter. Immerhin machen wir jetzt immer 250 Schaden. Das ist mehr als wenn wir normal angreifen. Von allen möglichen Seiten Pinguine auf den zufliegen. Greift ihr den rechten oder den linken an? Ich greife den linken an, also der mit dem 600. Ja, ich auch. Wäre auch irgendwie sinniger, oder? Ja, es macht schon mehr Sinn so. Mal gucken, wie lange das dauert. Willst du jetzt ausrechnen? Nee. Ja, holt mal den zückt mal alle die Taschenrechner und rechnet mal ungefähr aus, wie lange das dauern könnte. So, ja, ab 3 Stunden aufwärts. Das könnte echt ewig dauern, du. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich hatte einen mit nur noch 400.000 und es hat halt ewig, ja gut, ich war auch alleine, aber trotzdem hat es halt noch ewig gedauert und es hat einfach nicht funktioniert. Abgewehrt. Ja, die wehren alles ab, man verfehlt ständig. Man muss auf jeden Fall mit diesem Pinguin magischer Spiegel angreifen. Das muss doch irgendwie noch anders gehen. Ja, ich habe die Quest ja eigentlich, ich habe die Quest beendet, ich weiß nur nicht wie. Ja, das ist ein bisschen... Ihr beiden habt die noch, oder was? Ja, ich hab's noch. Ich auch noch. Das ist doch kacke. Dabei habe ich doch gar nichts dafür gemacht. Voll gut. Naja. Ja, gut im Sinne von, ne? Ihr wisst schon. Ja, aber wenn wir jetzt wieder die ganze Folge über nur dieses Vieh angreifen, wird das wieder relativ langweilig. Also entweder ich mache jetzt einen Cut und warte, bis wir wieder richtig weitermachen. Oder wir versuchen es jetzt erstmal mit einer anderen Quest. Also ich würde... Ja, ist schwer. Also braucht man die Quest, ist halt eine Hauptquest oder so. Ja, wie gesagt, ich würde dann aber... Ach ja, ich wollte ja zwischen den Parts nochmal nachgucken. Hahaha. Richtig. Ich wollte mich ja informieren. Richtig, aber wir wurden abgelenkt. Hat ja super geklappt. Wir wollen abgelenkt. Mal eine Pause, Frauen. Stopp machen. Ja, wir machen nochmal einen Cut kurz, würde ich sagen, oder? Ja, machen wir einen Cut und gehen mal weiter gleich. Ja, wir informieren uns. Ja. Mana. Bis denn. Hey, willkommen zurück. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja. Und zwar müssen wir diese Viecher zu diesen komischen Golem-Viechern poken. Mit dem Spiel. Alles klar. Okay, dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich euch dabei jetzt helfe. Weil ich die Quest ja, wie gesagt, schon abgeschlossen habe. Hoffentlich kriegen wir die auch beide. Ja, das hoffe ich. Ja, dann machen wir es halt nochmal, wenn ihr sie nicht bekommen solltet. Okay, das war's, oder? Ja, das Vieh ist weg. Das Vieh ist weg. Ja, ich habe die Quest abgeschlossen. Ich nicht. Du nicht? Dann machen wir das noch einmal. Oder am besten ist Eka, wenn du das alleine machst, oder? Ja, dann mach es eben alleine. Ja, besser. Weil sonst läuft der Gefahr, dass er die Quest nicht bekommt. Dann laufe ich schon mal zum... Ja, ich warte noch kurz. Oh, jetzt habe ich diese dämlichen Spiegel im Inventar. Ich habe diese komischen Eier im Inventar. Alle Sachen, die ich überhaupt nicht mehr brauche, weil ich die Quest abgeschlossen habe, Mann. Ja, er kann es ja ausbrüten gehen. Deshalb ist doch eine Glucke. Okay, dann war das tatsächlich, weil ich das Vieh noch anvisiert hatte und jemand das Vieh da reingepokt hat. Ja. Deswegen habe ich die Quest abgeschlossen. Ja, aber warum habe ich das dann jetzt nicht bekommen als Pascal das dann
Ich weiß nicht, vielleicht hattest du es nicht mehr anvisiert oder so, keine Ahnung. Ich hatte es anvisiert gehabt eigentlich, die ganze Zeit. Vielleicht hat derjenige, der es für mich dann da reingepokt hat, die Quest gar nicht bekommen, sondern ich habe die dann bekommen. Möglicherweise. Zu wem gehen wir jetzt? Zu dem Hüter? Ich gehe jetzt zu dieser Frühlingsblume, damit ich diese blöde Popo-Quest abgeben kann. Okay, ja, gut, dann gehen wir dahin. Ist mir nämlich total für den Popo. Die Quest ist voll für den Popo. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich diese Parts nenne, ey. Zumindest wie ich diesen Part nenne. Da ist doch alles für ein Popo. Richtig. So, ich warte jetzt noch hier, danach fliege ich zu dem Hüter. Ja, danach können wir beim Hüter. Dann können wir. Nein, der Hüter noch. Also hast du auch noch eine Quest. Ja, ich habe jetzt noch eine Quest. Ständig eine Quest im Grunde. Ja, ja. Alle müssen wir das doch mit dem Hüter Huenda, oder? Ja. Also ich zumindest. Pascal? Ja, warte. Ich bin gerade. Hüter Yuen? Ja, Hüter Yen. Ja. Wie spricht man diese komischen Yen. Fritzen aus? Jene. So, ich gebe mir da ein bisschen einmal mein Schwert. Ja, wir ein bisschen mit unseren Flügeln. Ne, wir sind alle so awesome. Bist du schon auf dem Weg? Ich bin auf dem Weg, ja. Alles klar, ich auch. Ist mein Schwert schneller als diese Flügel? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht. Alles dürften gleich schnell sein, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott. Das sieht nämlich so aus, als ob ich einen holen würde. Ich mag es nicht eingeholt zu werden. Oh, da hinten bist du. Hallo. Das ist Eka. Ich bin da oben. Bist du. Am Rum. Ach, ganz oben, ja. Du bist ja immer auf Höhe 70. Nein. Da oben sind Verführerinnen. Die verführen einen. Mich bestimmt nicht. So schick sehen die aber nicht aus. Außerdem ignorieren die mich total. Oh, ich bin auf ihrem Kopf gelandet. Ja. Wie am Anfang schon erwähnt, stellt euch nicht auf die Köpfe von NPCs. Das tut man nicht. Eine Jade braucht Jahre, um sich zu einer perfekten Form zu entwickeln, genauso wie der Geist eines Menschen erst nach Jahren zur Meditation zur Ruhe gelangt. Amen. Richtig. Der Mut ist gekommen, aber die Welt treiben hier immer noch ihr Unwesen. Ich werde euch helfen. Oh je. Gleich zwei Quests nehmen können. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Ich mache das einmal so. Und einmal so. Die habe ich angenommen. Und einmal so. So, ich habe jetzt auch zwei Quests. Die erste zuerst, die obere zuerst, verdorbene Meeresschnecke. Ja, die ist direkt hier in der Nähe. Ah! Das ist dieser Spiegel. Ach, ihr habt die. Ah, okay. Ja gut, ich habe die unten. Nein, das hat diese Spiegelblumen hier sind. Möglich. So, Spiral. Spiral. Traum. Ja. Dinger. Wie auch immer. Hä? Wie kann man die denn. Ach so. Oh, das ist voll komisch, die anzuvisieren irgendwie, oder? Ja. Bin ich schon. Ey, jetzt haut ihr auch noch ab. Das sind scheiße, die Viecher. Warum heißen die denn so? Spiraltraum. Keine Ahnung. Hättest du dir mal die Quest gelesen? Nein, Entschuldigung. F5. Also ich hab sie. Ich hab auch alle. Wie, alle? Kann auch diese goldene laute Seite aufmachen? Ach so, ja, genau. Ihr habt sie alle? Diese ja, wer, ich hab alle. Gut, dann, also ich mache auf jeden Fall diese goldene laute Seite. Ach stimmt, genau. Wir müssen diese Verführerinnen töten. Ah. Wir müssen auf unser... Das ist, glaube ich, um der irgendeinen Stoff zu besorgen oder so, keine Ahnung. Ja, goldene Lautenseiten halt. So. Puff. Kaputt. So, ich mach den jetzt so. Dum, 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 stell mich einfach immer oben drüber. Oben drüber? Ja, und jetzt meine Eisattacke ein. Ah. Ich mach meinen Sirenenkuss mal sehen, wie der aussieht. Oh, Baby. Da muss ich ja voll nah an die ran.
Der hat ihn nur gelähmt. Nur, nicht nur, nee, der hat nicht gelähmt, nur ein bisschen verletzt, ey. Das war nicht mal der Rede wert. Ja, Kleriker halt. Ja. Alles geil aus. Alles klar. Puff! Way! Alles erledigt. Jupp. Wow. Also zurück zu Hüter und Hüter. Nicht wieder auf den Kopf. Nicht wieder auf den Kopf. Lieb sein. Okay. Und ich stehe wieder auf ihrem Kopf. Scheiße. Wie gemein, ey. Gut, ich werde anfangen, sobald ich fertig bin, gehe ich zu Perfect World. Dankeschön. Und ihr? Gut, ich werde anfangen, sobald... Oh, toll, die sagen ja beide dasselbe. Oh, die hat noch eine Quest für uns. Ja, Blitzschlag. Ich werde ein Mechgeweiher zusammen mit Sternhüter errichten. Ihr könnt gehen. 3 Personen warten auf euch. Was? Gleich 3? Ein Dreier? Oh, ihr seid so schrecklich, Mann. Wieso ihr? Weil ihr beide Kerle seid. Kerle sind alle gleich. Ah, nett, danke. Bitte. Haha. Er hat bestimmt das gleiche gedacht wie ich. 100 pro. Ah, gar nicht. Gar nicht. Voll unschuldig. Ah, cool, zu dieser Burg, das ist lustig. Boah, also, was heißt lustig, aber da laufen interessante Viecher rum. Ja, die sehen interessant aus. Wie weit hast du den Anfang eigentlich gespielt? Bis ungefähr zum nächsten Gebiet. Okay. Also nicht sehr weit. Hallo. Nur mit einem lichterfüllten Herzen kann man gegen die Dunkelheit kämpfen. Oh, wie poetisch die einfach alle sind. Heute werde ich euch vernichten. Nur mit lichterfüllten Herzen kann man gegen die Dunkelheit kämpfen. Aha, wir haben unseren Auftrag, die Welt zu töten, nie vergessen. Nur so können wir den Frieden in der Domwelt garantieren. Ja. Ich mach mal. Okay. Federwache müssen... und Herr der Zähne. Herr der Zähne. Ja. Federwache. Ist beides da direkt. Jupp. Ui, schon platt. Ich lute. Und stirb. Boah, fett. Geil. Puff. Na, ich will meinen Blitzattacke, so. Der macht direkt Flächenschaden. Das ist so cool. Yeah. Ich will den nochmal. Ach, der braucht doch mal. Warte, wo seid ihr? Ich will eure Attacken mal mit in die Aufnahme packen hier. Da. Das ist doch neu, ne? Mit den Skills am Anfang. Ja, natürlich. Das ist diese gesamte Welt hier am Anfang ist neu. Autsch, ich werde angegriffen. Was hab ich denn hier? Haben sie mal ordentlich was verbessert. Ja, finde ich auch. Ich habe ein Feuerwerk gestartet, ohne es zu merken. Das ist doch süß. Zumindest. Okay, ich glaube, wir haben alles, ne? Süß, nein, Quatsch. Japanisch oder Koreanisch oder was auch immer da Moment steht. Mal, muss man die alle selber töten? Kann das sieht sein? So aus, oder? Na, ich nehme auf mein Schiff. Auf was? Auf mein Schwert. Ich drücke mal aus Versehen die 7. Ach nein, die 5, nicht F5. Wie komme ich denn auf F5? F5. Guck hier. Hast du meine geile Blitzattacke sehen? Ja, zeig, wo bist du? Jetzt laufen die alle weg von mir, die wissen, dass ich so stark bin. Ich bin direkt hier an dem Tor. Ja, warte, ich bin da. Okay, leg los. Hier sind ein paar Leute vor mir, ich bereite den Blitz vor und skadoosh. Bam! Es hat nur einen erwischt. Die anderen greifen mich jetzt auch an. Mist. Doch nicht so episch, wie ich es vorhin in Erinnerung hatte. So. Jetzt werfe ich mal einen Stein. Naja. Der Pascal wirft mit Steinen. Nee. Sterbt. Bäm. Oh mein Gott. Voll gut. Okay, jetzt habe ich aber alle. Dann bricht immer meine Attacke ab. Ohne Frechheit. Ja, wenn die tot sind, Och, 2 Viecher auf einmal. Hä, ist doch gar nicht wahr. Zu wem müssen wir denn? Hier, zu diesem Seelenhüter, der ist auch in der Burg. Ach so, ja, okay. Hab ich die Quest schon fertig? Ja. Du noch nicht? Ich brauch nur einen Federwache. Ach so, ja, vielleicht waren wir nicht nah genug beieinander. Oh, ich war schon wieder angegriffen, ihr Mann. Ich auch. Viel zu viele Typen rennen hier rum. Lass die alles liegen? Ja, ich glaube nicht, dass man da so viel gebrauchen kann. Wie gesagt, man ist dann das halbe Let's Play immer nur am Aufsammeln. Ja, eben.
Ah, der hat direkt noch eine Quest für uns. Stimmt, wir müssen wieder zu einem Hüter. Ja, ach, ja. Das ist der wieder, der vor dem Tor ist draußen. Ach, Hüter über Hüter. Noch. So, jetzt. Hoffentlich gibt's jetzt ein Level Up. Komm, ich will. Ich komm nicht zum Angriff. Oh, yes. Könnte mal bitte einer diese dämliche Federwache hier vorne jetzt töten? Stirb einfach, ey. Ich kann zwar den töten, aber. Ich komm nicht zur Attacke. Okay, das war eine blöde Ausrede. Okay. Oh, jetzt. Oh, Level Up. Und wieder zu einem Hüter. Und das ohne, dass ich die Quest abgegeben habe, ey. Frechheit. Jetzt bist du sogar vor mir, Level Up. Warte doch. Ich bin doch nur am Hochfliegen. Oh. Reite mich nur darauf vor. Virtual Level 4. Unfair. Ja, wenn du die Quest abgibst, bist du das auch. Wobei ich gerade aufgestiegen bin, weil ich irgendein Monster getötet habe, glaube ich. Ja, aber ich da fehlt nicht mehr 93. viel. 93,9%. Ja, da fehlt, wie gesagt, nicht mehr viel. Nein. Brauchst du immer noch welche? Nö, ich bin es fertig. Mhm. So die neue Quest annehmen. Ja, dann noch ein bisschen hin und her laufen und dann passt das. Also, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Name? Jehüter Wuyu. Man auch japanisch lernen. Zumindest den Namen. Ich wette, wenn Japaner jetzt hören würden, wie wir das aussprechen, die würden sich sowas von schlapp lachen darüber. Glaube ich auch. Ja, genauso wie wir uns immer darüber schlapp lachen, wenn irgendwie Japaner versuchen, Englisch oder Deutsch zu reden. Das ist auch mal so lustig. Vor allem Deutsch. Ja. Ja. Englisch ist aber auch nicht ohne. Ich habe immer diese ganzen J-Rock-Bands früher gehört, so als ich total auf Anime gehypt war und so, fand ich die auch so pseudomäßig total cool. Und immer wenn die irgendwie Englisch geredet haben, ich fand das mal so lustig. Am Anfang ist man immer ein bisschen overpowered, ne? Also, eigentlich schon, ne? Vor allem haben wir irgendwie nur so, 150 Leben. Und werden, aber wenn wir angegriffen werden, verlieren wir höchstens mal so ein oder zwei Schaden. Jetzt auch sich sammeln und gib die Quest ab. Ich bin der Looter King. Looter King? Wir haben noch ewig hier rumhängen. Na gut. Das habe ich nicht. Boah, diese 1-2 Münzen, die wir immer sammeln, das bringt doch gar nichts. Geld ist Geld. Oh, recht hat. Aber ich habe jetzt 85 Münzen. Ich habe 57. Ja, siehst du. Sogar noch weniger. Und ich habe weniger gesammelt als du. Ich glaube, das meiste kriegt man auch bei den Quests. Ja, so. Dann kriegen wir gar nichts bei den Quests, weil es ist irgendwie not und nicht nur. Alter tot. Kann mal. Kann mal los? Ja. Ich bin immer. Ja. Ich bin auch Level Up. Yay. Habt ihr eure Punkte schon verteilt? Oh. Nein. Stimmt. Oh mein Gott. Oh Gott, wie skillt man denn Bogenschützen? Scheiße. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie man. Mein Skill, darüber muss ich mich noch informieren, deswegen habe ich noch gar nicht die Punkte verteilt. Also bei einem Bogenschützen würde ich Geschick sagen. Ja, würde ich auch sagen. Der hat nämlich auch, also Geschick ist durch meine Ausrüstung auch schon ein bisschen erhöht worden. Aber bevor ich mich jetzt verskille, werde ich erstmal versuchen, mich dann darüber zu informieren. In dieser Welt ist es noch völlig unnötig, seine Skillpunkte zu verteilen. Eigentlich. Ja, weil wir sowieso total overpowered sind, wie du ja schon gesagt hast. Aber ich finde diese Stelle so schön hier, ne? Aber meine Mage ist einfacher. Ich muss einfach nur auf Magie gehen. Ja, ich stelle ein bisschen auf Leben. Hier, dieser mit dem Wasserfall und dem See. Ich finde das total schön. Ach so. Das sieht so toll aus. Das sieht wirklich toll aus. Ja, so romantisch, ne? Ja. Ich bin hier schon zu lange so heißt alleine. Schon die Quest, ich spiele nur mit mir selbst. Was? Er spielt mit mir selbst. Das ist aber heute ganz schön viele Ansprüche. Sätze und Wörter fallen hier. Scheiße. Ey, mal ganz ehrlich. Ich rede nur mit mir selbst, ich bin am Ende meiner Kräfte. Kannst du das nicht verstehen? Ich verstehe das so nicht ganz. Ich kann nicht mehr. Okay, ein bisschen Wasserfall raus. Ich bin immer schlimmer. Ich kann nicht mehr. Ich werde Drache und blutroter Flammenschweif davon berichten. Ach ja, die sind da oben, genau. Immer die Männer, erstmal... aber die Frauen auch. Bitte? Oh, das ist ja mal geil. Die Männer denken so ein pervers, aber die Frauen auch, ne? Ja, ich hab auch ja, ich geb's ja zu. Oi, 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 oi. Das da oben ist richtig geil. Schwert, das im Boden steckt. Das ist richtig. Ja cool.
Das finde ich richtig Hammer. Die haben wirklich richtig was rausgeholt aus diesem Spiel. Das finde ich richtig klasse. Finde ich auch gut. Und ich finde, für ein Online-Spiel, vor allem für ein kostenloses Online-Spiel, ist die Grafik echt bombastisch. Das stimmt. In der Tat. Das kriegt nicht jedes Online-Spiel hin. Nee. Trotzdem werde ich dieses Scarlet Blade probieren. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Danke, die werde ich bestimmt auch haben. Das glaube ich dir. Ach ja. Drache erwartet euch schon ungeduldig. Ja, super. Ich bin schon da. Mit seinem Kranich. Komisch. Ich hab keine Quests. Menschen haben die schlechte Angewohnheit, alles ihrem Verständnis anzupassen. Oh. Gut gemacht. SK Azurdrachenschreien. Ich bin sehr froh, dass sich alle Krieger entschieden haben, nach Perfect World zu gehen. Ich gebe euch nun ein Drachensiegel, mit dem ihr mich finden könnt. Ferner schenke ich euch auch diese Schatzkarte. Das werdet ihr dann schon sehen. Viel Glück. Guckt mal in euer Inventar. Wir haben da jetzt nämlich schon eine Drachenkugel drin. Und ein Drachenjadesiegel. Zwei, ja. Ne, Phönixjadesiegel und Drachenjadesiegel. Ich habe noch kein Phönixjadesiegel, weil ja, ich nochmal zu ihr rüber muss. Wenn du mit der Phönix wieder redest. Ja, ja, ich weiß. Was kann man damit machen? Weiß ich noch nicht, aber ich fand die cool. Alles klar. Ich werde nun Tiger suchen. Okay, wir müssen Tiger finden. Und wie? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen durch dieses Portal, oder? Ja, muss man. Bis dahin habe ich nur gespielt. In Ordnung. Dann, guck mal. Hab David's blind. Nein, ich bin hier auch schon mal durch dieses komische Portal gehüpft, aber puff. Muss laufen, wie lange nehmen wir ihn schon auf? Wir müssen, wir sind fertig. Ah. Super, hier ist Tiger übrigens, hier oben. Ja, da. Genau. Hi, direkt hinter dir, Ilka. Ja, aber ich würde sagen, wir unterbrechen dann hier nochmal ganz gut, bevor wir die Quest annehmen. Ja. Und das zumindest ja, die Jungs rennen natürlich sofort wieder vor. Ist mir egal, ich nehme die jetzt in der nächsten. Ich bin hier. Ich nehme die jetzt in der nächsten Folge auf, ich an. Ich bespor dich mit meinem Schwert. Oh mein Gott, oh nein, ich sterbe, es tut so weh. Dafür kitzel ich dich mit meinem Bogen. Okay, ja. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, ich weiß nicht, machen wir noch eine Folge oder lassen wir es oder beim nächsten Mal, keine Ahnung. Das besprechen wir nachher. Alles klar, ja. Okay, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, unten in die Kommentarbox, genau. Mhm. Ja. Irgendwie kriege ich das am Ende mit dem Reden nie hin, ist egal. Unten reinzugucken, da wo die ganzen Buchstaben stehen, ihr wisst schon, und abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.